Der Kampf für Gleichberechtigung der Geschlechter hat eine neue Stufe erreicht. Eine von drei Freundinnen wirft ohne das Wissen der anderen ein neues Mittel in die Gesellschaft. Mit der Hoffnung, dass es von der breiten Masse aufgenommen wird. Ist die Gesellschaft nun bereit für diesen neuen Schritt? Oder wird sie nur darüber stolpern? Ich kann einfach nicht glauben, dass du das gemacht hast. Wieso, Aina? Was hast du dir nur dabei gedacht? Du weißt genau, was ich mir dabei gedacht habe. Wir haben die Diskussion doch nicht das erste Mal. Ja, aber ich dachte, wir waren uns wenigstens einig, dass wir warten. Die sind noch nicht bereit. Das ist alles zu früh. Aber wie lange wollt ihr denn noch warten? Jeder Tag mehr, den wir warten, ist ein Tag mehr, in dem sich nichts verändert. Ja, Aina, die Leute werden das nicht einfach so annehmen. Das weißt du nicht. Doch, das weiß ich. Du musst einfach mal die Augen aufmachen und dich umgucken. Die sind noch nicht bereit. Das war ein Fehler. Du machst alles kaputt. Jetzt sag doch auch mal was, Nora. Du sagst schon alles. Stehst du jetzt auf ihrer Seite oder was? Nein. Keine Ahnung. Aber du hättest das nicht ohne uns entscheiden dürfen. Ich weiß, tut mir leid, aber ich wusste, dass ihr es niemals zugelassen hättet. Ja, weil es nicht richtig ist. Das war eins der mächtigsten Dinge, die wir hatten, um endlich etwas zu verändern. Und jetzt wirfst du das einfach so weg, als wär's nichts wert. Und verdammt nochmal, Aina, du warst die Person, die gesagt hat, das ist alles umsonst, wenn wir es nicht im richtigen Moment einsetzen. Wieso hast du das gemacht? Warum musst du immer so egoistisch sein? Das war so dumm, Aina. Schalt doch einmal deinen Kopf ein. Ich habe es nicht einfach weggeworfen und nichts ist umsonst. Ihr werdet sehen. Zurzeit ist vieles im Wandel und vieles verändert sich. Sie werden nie wieder für eine Veränderung so bereit sein, wie sie es jetzt sind. Vielleicht hat sie recht. Jetzt auf einmal. Ich weiß, ich war dagegen, aber es verändert sich so viel und sie stellen auch so viel in Frage. Vielleicht sehen sie der Veränderung doch besser ins Gesicht, als wir dachten. Ja, und was wenn nicht? Ich weiß es nicht, aber im Endeffekt können wir jetzt nur noch abwarten und schauen, was sie daraus machen. Sie werden etwas daraus machen, auch wenn sie Zeit brauchen, um es zu akzeptieren und es anzunehmen. Wir können nicht ewig warten. Nein, stimmt. Das können wir nicht. Ich weiß, wir wollten warten, Mia, aber denkst du nicht auch, es ist an der Zeit? Wir brauchen Gerechtigkeit. Wir brauchen sie nicht irgendwann, wir brauchen sie jetzt. Und selbst wenn sich nicht alles vom einen auf den anderen Tag verändert, es war ein wichtiger Schritt. Ja, vielleicht. Hoffentlich.